Der Glaube der Götter. So war die erste Aufgabe erfüllt und Orbitos lag bei dem göttlichen Wettrennen in Führung. Doch das Rennen hatte erst begonnen, weshalb es zu früh zur Freude war. Nur weil der Gott des Donners momentan vorne lag, hieß das noch nicht, dass er das auch bleiben würde. Denn ein Läufer, der all seine Energie schon am Anfang vergeudet und so an die Spitze gerät, ermüdet zum Ende hin, während jene, die hinter ihm im Windschatten laufen, noch voller Energie sind und ihn in einen Spurt überholen können. Orbitos wusste das, weshalb sich seine Vorfreude in Grenzen hielt, als er mit den anderen Göttern an der Himmelstafel saß und über die erfüllte erste Aufgabe sprach. Damit ist die erste Aufgabe erfüllt. Mein Sohn hat den Sieg davongetragen, sprach Orbitos. Was für ein jämmerlicher Sieg! Er hat nicht einmal alle Zyklopen erschlagen! Raunte Mars verärgert und verschränkte die Arme schmollend. Offenbar hat er auf einen abenteuerlichen Kampf gehofft. Was? Ich würde ja eher meinen, dass der Kampf echt sinnlos war. Die Typen waren ja an sich friedlich. Abgesehen davon, dass Kollege Orbitos sie ja zum Kämpfen gezwungen hat. Die hätten alle noch leben können. Das ist ja wohl klar, mahnte Pisasus und schüttelte dabei verachtend den Kopf, wobei sein Mund einen Spalt weit offen blieb und sein Blick durch den Raum huschte. Beschwert euch nicht, die Aufgabe ist erfüllt. Die gestellten Bedingungen wurden eingehalten, warf Chuira ein, während Iklus sich bibbernd nach vorne über die Kante lehnte und zitternd seinen Arm ausstreckte und auf die Karte deutete, wobei er sprach: Seht, ominös scheint aufzubrechen. Die Götter folgten seinem Fingerzeig und betrachteten nun den Hafen von Macau, in der ein großes Kriegsschiff gerade beladen wurde. Es war leicht zu erkennen, dass es Ominöses geliebte schwarze Lotus war, da lauter Männer mit Schubkarren eifrig Lehm in das Magazin fuhren, so wie es der Sohn des Kriegsgottes aufgetragen hatte. Dieser erreichte gerade den Steg, auf dem es hektisch zuging. Befehle hallten durch die Luft, Männer rannten umher und an jeder Stelle schien es Arbeit zu geben, die es eilig zu erledigen galt. Letzteres wurde sicherlich durch das Auftauchen des Herrschers beschleunigt, da alle seinen Zorn fürchteten. Das war der Vorteil daran, an der Spitze zu stehen. Man konnte wissen, ohne gewusst zu werden, und so befehlen, ohne befehlt zu werden. Ominöses schritt den Steg zum Schiff entlang, dessen Reling an der Stelle zum Steg durch ein schräg gelegtes, langes und breites Brett verbunden war. Das Brett wies aller paar Schritt einen kleinen Querbalken auf, der zum besseren Halt diente, da das Holz durch die wehenden Meeresbrise schlüpfrig geworden war. An der Reling stand Centurium Algarven und kontrollierte die Arbeiten. Dazu gehörte, außer das Beladen des Schiffs, das Einquartieren der Soldaten, als auch das Warten und schließlich Setzen der Segel. Ominöses trat neben den Centurio, der zugleich seine flache Hand an die Stirn zum Gruß hob und sprach zu diesem: Wann können wir ablegen? Herr, die letzten Fuhren Lehm wurden gerade an Bord geschafft und die Segel sind auch schon bereit, gesetzt zu werden, antwortete der Centurio pflichtbewusst, während der Göttersohn in seiner ledernen Kriegstracht zum Steuerruder trat und beobachtete, wie die letzten Fuhren über das Brett in das Magazin geschafft wurden. Als dies erledigt war, holte der Centurio die Planke ein und trat zu Ominöses, der bereits auf ihn zu warten schien. Wir sind soweit, Herr, berichtete Malgarfen und wartete auf die Reaktion seines Herrschers. Dieser nickte zustimmend und fragte dann: Das Magazin ist mit Lehm beladen? Ja, Herr, es ist randvoll, deswegen haben wir auch einen so starken Tiefgang. Wir werden keine flachen Gewässer befahren können, antwortete der Centurio. Das werden wir auch nicht brauchen, antwortete Ominöses und überblickte das Deck, auf dem sich, wie befohlen, drei Katapulte befanden. Wie ich sehe, sind auch die Katapulte einsatzbereit. Und wie steht es mit der Mannschaft? Als er das fragte, glitt sein Blick zu den Tagelagen des Schiffs, wo noch einige Soldaten herumkletterten, um das Segel zusätzlich zu befestigen. Wir haben etwa 80 Mann an Bord und genug Verpflegung, um diese eine Woche lang zu versorgen. Zur Not würde es auch noch für 2 Wochen reichen. Ich wollte ja gerne mehr mitnehmen, aber da wir ja schon zu schwer beladen sind. Das wird nicht nötig sein. Eruptus ist nur einen halben Segeltag entfernt, unterbrach ihn Ominöses, eher fragend fortfuhr: Sind wir alsdann bereit abzulegen?
Ja, Herr. Doch da wäre noch etwas. Mich und die Männer würde es doch sehr beruhigen, wenn ihr uns erzählen würdet, was wir eigentlich auf Eruptus wollen. Als er dies sprach, wirkte sein Blick unsicher. Er war sich also bewusst, dass er eine unangenehme Frage gestellt hatte. Ominusos, der bisher seitlich zu den Centurio stand, um das Deck zu überblicken, faltete die Hände auf seinen Rücken, drehte sich zum Algarven um, blickte diesen tief und streng in die Augen und erwiderte: Ein Soldat muss nicht immer alles wissen. Es genügt, wenn er Befehlen gehorcht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja doch, Herr. Erwiderte Malgarven eingeschüchtert. Gut, dann lass Segel gen Eruptus setzen. Ich begebe mich derweil in meine Kabine. Sagt mir Bescheid, sobald der Vulkan in Sicht kommt. Ja, Herr. Antwortete Centurio, ehe sich der Göttersohn entfernte und in die Kabine begab, während der Centurio den Befehl zum Segelsetzen gab und das Steuer ergriff. In seiner Kabine angekommen, setzte er sich auf das kleine, dort befindliche Bett, während er hörte, wie der Anker belichtet wurde und das Schiff mit einem kleinen Knarren in See stach. Er dachte über die bevorstehende Aufgabe nach und entschied für sich, dass er richtig gehandelt hatte, als er beschlossen hatte, den Centurio nichts von dem bevorstehenden Kampf zu verraten. Natürlich hätte es den Männern in gewisser Weise die Möglichkeit gegeben, sich moralisch auf die bevorstehende Schlacht mit einem Feuervogel vorzubereiten. Und wahrscheinlich hätte es ihnen auch die Angst der Ungewissheit genommen. Doch das Risiko, dass die Männer sich aufgrund der bevorstehenden Gefahr so sehr hätten fürchten können, dass ihre Angst sie übermannte und sie sich weigerten zu segeln, war einfach zu groß. Vielleicht hätte es sogar in einer Meuterei geendet. So verging der Tag recht schnell, während das Schiff durch die Wellen der See brach und sich immer mehr Eruptus näherte. Als die Sonne sich aufmachte, den Horizont im Westen zu berühren, klopfte es an die Kabinentür von Ominusos, welcher rief: Herein! Die Tür öffnete sich und Malgarven trat ein, schloss die Tür wieder hinter sich und sprach treu: Herr, ich wollte euch Meldung machen, wenn Eruptus in Sicht kommt. Und? Fragte der Herrscher. Eruptus ist in Sicht, Herr. Antwortete der Centurio, woraufhin Ominusos aufstand und erwiderte: Sehr gut, dann lasst alle Mann an Deck versammeln. Ich komme gleich nach. Malgarven nickte und verließ den Raum. Ominusos folgte gleich darauf und stellte sich an das Ruder, welches sich auf einer erhöhten Plattform des Decks am Heck befand. Der Vulkan kam indes näher und beeindruckte mit seiner Größe. Nicht nur, dass er wirklich ein einziger Vulkan war, der eine Insel in sich selbst darstellte, sondern auch der Rauch und mit diesem verbunden der Ascheregen wirkten bedrohlich. Die kleinen, feinen Ascheteilchen wehten in der Luft und legten über das Schiff eine feine, graue Ascheschicht, während die Soldaten sich auf dem Unterdeck versammelten und huschelten. Der Centurio trat zu Ominusos hoch und sprach: Wir sind vollständig versammelt, Herr. Sehr gut. Erwiderte dieser, ohne dem Centurio einen Blick zu würdigen, und rief zu den Soldaten, die nach und nach ihr Getuschel einstellten: Soldaten, macht euch bereit für einen Kampf. Ihr alle wartet seit Anbeginn des Tages darauf zu erfahren, was es mit dieser Seereise zu einem Vulkan auf sich hat. Ihr werdet es in Kürze erfahren. Seid ihr bereit zu kämpfen? Ein unsicheres Raunen ging durch die Reihen, da die Männer nicht wussten, was ihnen bevorstand. Die Unsicherheit wandelte sich jedoch schnell in ein einheitlich gerufenes Ja! Als Ominusos mit erhöhter Stimme hinzufügte: Ich verdopple auch euren Sold für diesen Monat. Als die Männer so motiviert waren, sprach Malgarven: Herr, wir sind mit unseren Katapulten nun in Reichweite. Wartet noch, bis wir nah genug sind, um in den Krater zu treffen. Entgegnete Ominusos streng, woraufhin der Centurio nickte. Während sich die schwarze Lotus so dem Vulkan immer mehr näherte, wobei sich der, bis dato kühle Ascheregen erhitzte und die kleinen Partikel nun fast Funken glichen, ließ der Sohn des Mars die Katapulte an Steuerbord bringen und ließ sie laden. Als sie die erwünschte Reichweite erreicht hatten, kehrte Ominusos mit Kraft das Ruder, sodass das Schiff sich um 90 Grad drehte und so die Steuerbordseite zu Eruptus zeigte. Zielt auf den Krater! Rief der Heerführer und gab so den Startschuss für das Lehmbombardement. Während die Lehmfladen auf den Krater hinaufsausten, fragte der Centurio verwundert: Auf was zielen wir? Wartet es nur ab, dann werdet ihr sehen! Entgegnete Ominusos gespannt. Krachend trafen die Lehmfladen immer wieder auf den Krater und rissen ihn teilweise ein, während der heiße Ascheregen sich auf den Soldaten niederließ und sich stetig zum Zusammenzucken zwang.
Jedes Mal, wenn einer der Lehmklumpen oder ein Teil des bröckelnden Kraterrandes in das Innere fiel, stieß der Vulkan eine Aschewolke aus, deren glühende Funkenmasse wie ein gespenstischer, jedoch anmutiger und schöner Sternhimmel glitzerte. Nach etwa 10-minütigem Bombardement war auf einmal ein schrilles Pfeifen einer sanften, jedoch verärgerten Vogelstimme zu hören, was die Soldaten kurz stocken ließ. Sie wandten ihren Blick hoch zu ihrem Anführer, der ihnen durch Zunicken zu verstehen gab, dass sie das Feuer fortsetzen sollten, was sie auch taten. Nachdem erneut einige Salven in den Krater trafen, schoss aus diesen ein Geysir gleich, eine Lavasäule, an dessen Spitze der Phönix mit angelegten Flügeln und um seine eigene Achse rotierend emporstieg. Als er schließlich in luftiger Höhe war, öffnete der Feuervogel seine lodernden Schwingen, die sich breit und majestätisch aufblähten. Die Anatomie des legendären Wesens war insofern schwer zu beschreiben, dass es wohl kaum möglich war, sie überhaupt zu erkennen, falls etwas dergleiches überhaupt vorhanden war. Mit seiner über 12 Meter breiten Flügelspannweite und seiner Körperhöhe von 8 Metern, wobei an dessen Ende noch ein wunderschön geschwungener, fast 10 Meter langer Schweif thronte, der einem Paradiesvogel glich, beeindruckte schon der reine Anblick. Oder er sorgte für Furcht, wenn man sich gewahr wurde, dass man sich seinen Zorn zugezogen hatte. Letzteres war es, was die Soldaten auf der Schwarzen Lotus empfanden, als sie ihren Blick mit vor Angst geweitetem Mund immer wieder von dem Feuervogel zu ihrem Anführer hin und her schweifen ließen. Phönix thronte am Himmel und schien den Menschen, die seine Ruhe gestört hatten, eine Chance zur Umkehr zu lassen, wobei er auf ihre Entscheidung zu warten schien. Natürlich war die Entscheidung glasklar. Ominousus gab den Befehl, das Feuer auf den Vogel zu eröffnen, und eilig, durch die Furcht nervös gemacht, überhasteten sich die Männer, die Munition aus dem Magazin zu den Katapulten schafften, und stolperten so wild umher. Ominousus wendete beschämt seinen Blick von den Truppen ab und sprach leise zu sich: Was für ein feiger Haufen. Als die Katapulte letztendlich beladen waren, folgten sie dem Befehl ihres Anführers und schossen die Lehmsalven auf den Feuervogel. Dieser konnte den ersten zwei Geschossen ausweichen, doch das dritte traf ihn am Rumpf und warf ihn aus seiner stabilen Haltung aus der Luft, sodass er mit geöffneten Schwingen nach hinten fiel, während der Lehm seinen Torso bedeckte und an der Oberfläche festpackte, sodass er an dieser Stelle das Feuer erstickte. Offenbar funktionierte die Strategie von Ominousus sehr gut. Er war sich bewusst gewesen, dass es keinen Sinn hatte, den Phönix mit Pfeilen und dergleichen zu attackieren, da er sein Feuer stets aus der Asche neu zu entzünden musste und so prinzipiell unsterblich war. Doch wenn er die Asche zum Verkleben bringen würde, sodass sie dauerhaft erstickte, dann war der Feuervogel wohl doch genauso besiegbar wie jedes sterbliche Wesen. Als die Soldaten den Treffer und den Sturz des gefürchteten Feuervogels sahen, atmeten sie erleichtert auf, da sie ihre Zweifel an der Sterblichkeit ihres Gegners verloren. Gerade wollten sie in Jubel ausbrechen, als sie sahen, wie der Feuerball das Meer erreichte, doch so weit kam es nicht, da Phönix sich im letzten Moment aufschwang und in Richtung Schiff eilte. Weiter! Feuert weiter! Sonst sind wir verloren! Rief Ominousus aus. Die Männer gehorchten reflexartig und beluden die Katapulte neu. Doch ehe sie zum Abfeuern kamen, erreichte sie der Feuervogel, der aus seinem geöffneten Schnabel, was das einzige nicht brennende Körperteil an dem Wesen war, abgesehen von den Augen, die als rot glühende, ovale Einkerbungen im Schädel bedrohlich leuchteten, ein Feuerhaufen ließ. Er drehte sich wie eine Spindel und traf vornehmlich die Segel und einen Teil des Decks, welches überall dort, wo das Feuer landete, zu brennen begann. Einige der Soldaten waren von den Flammen ergriffen worden und wälzten sich über das Deck, um die züngelnden Flammen zu löschen, während der Phönix aus einem Sturzflug zu der anderen Seite des Schiffs auftauchte. Die Schmerzensschreie der brennenden Männer hallten durch die Lüfte, während Ominousus rief: Kümmert euch später um die Flammen, beladet die Katapulte! All jene, die nichts zu tun haben, sollen über das Deck Lehm verstreuen! Tempo, Tempo, Tempo! Zögernd führten die Soldaten diese Anweisung aus, sodass einige von ihnen die Katapulte um 180 Grad drehten, während der Rest der Mannschaft den Lehm über das Schiff verteilte, welcher auch die Flammen löschte. Lediglich die Flammen an Mast und Segel waren nicht löschbar, sodass diese lichterloh brannten. Als der Phönix erneut im Sturzflug auf das Kriegsschiff zuraste, feuerten die Katapulte wieder Lehmseifen auf den flammenden Feind ab, der wie ein Komet hinabgestürzt kam. Da die Schussrichtung und Schusshöhe der Katapulte nicht so schnell angepasst werden konnte, wie der Vogel auf sie zuraste, gingen zwei der drei Lehmschüsse daneben. Der dritte traf den Feuervogel am Kopf, kurz bevor dieser das Schiff erreichte. Der Lehm backte über den linken Gesichtshälfte fest, was so aussah, als hätte der Vogel eine halbe Maske auf. Mit einem fiebenden Schmerzensschrei stürzte der Vogel ungebremst auf das Schiffsdeck
und riss dabei eine Schneise in den Schiffsrumpf, der im Magazin endete, wo der Vogel zum Stillstand kam und auf dem restlichen Leben darum kämpfte, wieder freizukommen. Bei seinem Sturz hatte er 2 der 3 Katapulte zerschmettert und ein Dutzend Männer unter sich begraben. Als der kreischende Vogel im Überlebenskampf darum rang, wieder aufzustehen, rief Omnisseus: Er sitzt in der Falle! Los, schüttet den Lehm vom Deck auf ihn! Die Männer taten wie befohlen und begruben so das verzweifelt kämpfende Wesen unter Lehmmassen, bis er schließlich verschwunden war. Als sie sich so sicher waren, dass sie das feurige Wesen besiegt hatten, löschten sie die restlichen Flammen auf dem Schiff und trauerten um ihre gefallenen Kameraden, von denen es etwa 2 Dutzend gab. Während die Hektik sich langsam legte, holte Omnisseus das Pergament mit den Aufgaben sowie einen Bleistift hervor und strich die 1. Aufgabe von der Liste. Die Aufregung legte sich und die Männer schauten betroffen und überrascht ihren heroisch dreinblickenden Heerführer an, der ihren Blick mit ruhiger Miene erwiderte und fragte: Was schaut ihr alle so? Habt ihr nichts zu tun? Ja, flüsterte Malgarfen Omnisseus ins Ohr. Beschätzt es euch nicht mit der Mannschaft. Sie haben gerade einen schweren Kampf durchgemacht. Es sind Soldaten. Ihre Aufgabe und Bestimmung ist der Kampf. Erwiderte er seinem Centurio und sprach dann zu der Masse, die zornig dreinblickte: Was schaut ihr alle so zornig? Es war doch wohl klar, dass wir nicht zu einem Picknick aufgebrochen sind. Zudem habe ich euch einen doppelten Sold versprochen. Wozu dieser Kampf und das sinnlose Töten? Trat einer der angesenkten Soldaten fragend hervor, wobei er einen verrußten, leblosen Kameraden in den Arm hielt, um den er offensichtlich trauerte. Der Phönix hat uns alle gefährdet. Wir mussten ihn töten, um selbst nicht getötet zu werden. So ist der Lauf der Natur. Rief der angehende Held streng den Soldaten entgegen, der sein Haupt senkte und nach einer bedächtigen Minute mit dem Kopf schüttelte, um daraufhin sein Haupt wieder zu heben und seinen Herrn zu entgegnen. Der Phönix war friedlich, bis wir ihn angegriffen haben. Dieses Opfer war unnötig. Er trat einen weiteren Schritt hervor und Omnisseus trat zu ihm hinab, baute sich vor ihm auf und sprach scharf: Stellst du meine Autorität in Frage? Ich habe hier das Kommando! Dann sagt mir, warum mussten so viele sterben? Was hat es mit diesem Phönix auf sich? Warte der Mann. Omnisseus drehte sich uninteressiert um und sprach: Es ist nutzlos, die Dringlichkeit von einzelnen Kämpfen einem einfachen Soldaten zu stellen, der die Gesamtheit eines Feldzuges nicht sieht, sondern nur die Stelle, an der er kämpft. Gerade als er losgehen wollte, hörte er, wie der Mann seinen Kollegen fallen ließ und das Schwert zückte, was durch ein schnelles Klingen bemerkbar machte. Oh bitte, sprach der Göttersohn höhnisch und drehte sich um, wobei der Mann beharrlich sprach: Warum habt ihr uns nicht gewarnt? Ihr wüsstet doch genau, dass der Phönix hier ruhen würde. Warum habt ihr uns in seine Fänge gelockt? Seid still und begebt euch auf eure Posten! Rief er zu dem Mann und wandte sich an einen neben ihm Stehenden und sprach: Verpasst ihm 10 Peitschenhiebe für seinen Ungehorsam! Der Mann reagierte nicht und blickte unentschlossen zwischen seinem Anführer und seinen Kameraden hin und her. Was ist? Los! Peitsche ihn aus! Befahl Omnisseus erneut. Der Mann blickte den Anführer starr an und schüttelte dann ablehnend mit dem Kopf. Du weigerst dich? Das ist Meuterei! Rief Omnisseus ihm zornig entgegen und beugte sich direkt vor das Gesicht des Mannes, als auf einmal eine Klinge an seinen Hals sah, die der aufrührerische Mann in der Hand hielt. Langsam drehte Omnisseus seinen Kopf zu dem Mann um, welcher ernst sprach: Meuterei, ganz recht. Malgarven, unternehmt doch etwas! Rief Omnisseus ängstlich aus. Tut mir leid, ehemaliger Herr, sprach dieser und fuhr fort. Aber ich habe euch davor gewarnt, es euch mit den Leuten zu verscherzen. Wärt ihr doch nur etwas freundlicher zu uns gewesen. Wenn jemand das erfährt, wird man euch alle töten, rief der Sohn des Mares. So weit wird es nicht kommen. Zudem wird niemand euch vermissen, erwiderte der Centurio. Was soll das, Malgarven? Seitdem wir Kinder waren, hielten wir zusammen und jetzt fällst du mir in den Rücken? Ja, Omnisseus, seitdem wir Kinder waren, stand ich immer nur in deinem Schatten. Das wird sich jetzt ändern, denn ich werde nun die Leute anführen. Entgegnete Malgarven streng und blickte dann zu dem Mann, der Omnisseus die Klinge an die Kehle hielt und sprach zu diesem freundlich: Knebelt den Tyrannen und dann setzt ihn auf Eruptus aus. Er ließ seinen Blick zu Omnisseus gleiten und fügte höhnisch hinzu:
Dort hast du genug Zeit, um dich auszuruhen. Falls nicht ein paar Piraten vorbeikommen, um dich zu töten. Vielleicht überraschst du mich auch mit besonders guten Schwimmfähigkeiten. Und wir sehen uns später wieder. Aber ich glaube nicht. Den letzten Satz sagt er abwertend und zwinkert ihn dabei zu, als dem Sohn des Mares der Knebel in den Mund gepresst wurde. So zog die Nacht über Earu und der grüne Mond legte seinen verspielten Schleier über Feld und Flur. Auch Pan Faulus genoss diesen mystischen Schein, als er erneut gegen den großen Baum am Schrein der Gaira lehnte und, inspiriert von den vorbeiziehenden Gestirnen, über die Zukunft der Welt nachdachte, über die Worte seiner Göttermutter und seine Rolle im Weltenlauf. Sollte es wirklich so sein, wie sie gesagt hatte? Lag das Schicksal der Welt in seinen sterblichen Händen? Wahrscheinlich nicht. Aber wie konnte er das wissen? Es nützte wohl alles nichts. Er musste sich der Herausforderung stellen, schon alleine um die Etwaigkeit einer Gefährdung der Welt vorzubeugen. Als er so den Himmel betrachtete, versunken in Gedanken, hörte er ein leises Squeak, welches aus dem Wald zu kommen schien. Wer kann das wohl sein? Fragte Pan Faulus rhetorisch, da die Antwort auf der Hand lag und senkte sein Haupt in Richtung des Waldes, woher er das Geräusch vernahm. Wie erwartet stand Squeak wieder in einiger Entfernung auf den Rasen und betrachtete den Faun, wobei das süße Eichhörnchen seinen Kopf spielerisch hin und her zu seinen Schultern neigte, so als würde es interessiert etwas beobachten. Pan Faulus machte sich nicht die Mühe aufzustehen, sondern sprach gelassen: Tritt hervor, Gaira. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wie befohlen tauchte die Göttin hinter Squeak auf, beugte sich zu diesem hinab und nahm ihn in die Hand, um den fröhlichen kleinen Kerl auf der Schulter zu platzieren. Als sie damit fertig war, näherte sie sich ihren Sohn mit langsamen Schritten auf wenige Meter Entfernung an und fragte dann ruhig und weise: Wie hast du entschieden? Ich habe mir die Situation ausführlich bedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich an dem Wettstreit teilnehmen muss, antwortete der Faun zögernd. Wie ein kleines Kind klatschte die Göttin ihre Hände vor der Brust zusammen und kniff verzückt ihre Augen zu, als sie freudig sprach: Hervorragend! Woraufhin sie eine kleine Sprechpause machte, ehe ihre Miene wieder die normalen Züge annahm und sie hinzufügte: Dann wäre ja alles geklärt. Und sich umdrehte, um zu gehen. Haltet inne und sagt mir nur noch eines, rief Pan Faulus zu der gehenden Göttin, wobei er sich nach vorne lehnte und die Hand ausstreckte, so als würde er nach ihr greifen wollen. Diese drehte ihren Kopf langsam um und fragte verunsichert: Ja? Pan Faulus räusperte sich und fragte dann eindringlich: Wenn ihr von der Gefahr für Earu wisst, warum habt ihr dann diese ganze Situation nicht verhindert? Und warum bedarft ihr Sterblicher wie mir? Ihr habt doch selbst über so große, unerschöpfliche Macht verfügt. Tönte die Göttin und legte nachdenklich ihre Zeigefinger auf die gespitzten Lippen, wobei sie ihren Blick in den Himmel richtete. So verharrte sie für einige Sekunden, ehe sie antwortete: Ach, das ist nicht so einfach. Unerschöpflich ist keine Macht, auch nicht die unsere. Zudem wäre es gegen die Regeln, diese bei einem Wettstreit einzusetzen, für den wir Sterbliche ausgesucht haben. Was allerdings das Verhindern der Situation angeht, das habe ich mit Absicht unterlassen. Der Machtstreit der Götter muss endlich beigelegt werden. Und das rechtfertigt eurer Meinung nach eine gefährliche Zukunft für Earu, nur um einen Streit beizulegen? Fragt der Faun entsetzt nach. Die Göttin schüttelte unverständlich mit dem Kopf, drehte sich um und sprach dann, indem sie ihren Kopf leicht nach hinten zu ihrem Sohn neigte: Pan, es gibt viele Dinge, die ihr Sterblichen nicht wisst. Und es wird Zeit für dich, sie zu lernen. Mit diesen Worten verblasste sie langsam, bis sie völlig verschwand und so der unbefriedigte Pan Faulus zurückblieb, der Richtung Himmel rief: Das war keine Antwort auf meine Frage! Ihm war klar, dass dieser Appell unbeantwortet bleiben würde, weshalb er die Liste mit den Aufgaben aus seiner, aus Brennnesselfasern bestehenden, Tragetasche, die er über der Schulter trug, holte und sich die Aufgaben noch einmal durchlas. Während er dies tat, beriet sich der Götterzirkel erneut. Gaira, die gerade wiedergekehrt war, begann: Jetzt kommt mein kleiner Liebling ins Spiel. Die anderen haben bereits je eine Aufgabe gelöst.
kommentierte Fundamentus mit seiner langsamen, sonoren Stimme. Das mag ja sein, mein kleiner steinerner Freund. Aber unterschätze meinen Sohn nicht. Wenn der sich erst einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Entgegnet die Göttin der Natur fröhlich. Ein rechter Sturbock, kommentierte der Donnergott analytisch. Das muss er von seinem Vater, dem Geißbock, haben, fügte Hölles spitz hinzu. Psst, seid still. Er legt gerade das Pergament beiseite. Anscheinend hat er sich entschieden, sprach Maris und lenkte so die Aufmerksamkeit der Götter auf das Bild des Panfaulus, welches die Karte zeigte. Der Faun rollte das Pergament zusammen und steckte dieses sorgfältig in seine Tasche, ehe er sich gen Süden aufmachte, wobei er sprach: Die Sache mit Salmonellon ist genau meine Kragenweite. Wie gut, dass seine Insel Minas gleich um die Ecke ist. Er schlug sich durch den dichten Wald, bis er die Küste erreichte, die eine Steilklippe aufwies, unter der das Meer bereits bedrohlich in der Dunkelheit rauschte. Tja, und da endet wohl die Reise für deinen Kleinen, sprach Maris siegessicher zu Gaira. Warte es nur ab, du roher Gesell. Mein Panfaulus hat einiges mehr zu bieten, als du glaubst. Ein Kind der Natur braucht keine Fortbewegungsmittel. Es kommt mit dem aus, was es vorfindet, erwiderte die Göttin gelassen. Sie sollte recht behalten, denn ohne zu zögern sprang der Faun die Klippen hinab und landete mit einem sauberen Köpfer im Meer, wo er bereits unter Wasser mit seinen starken Geißbeinen schnell ruderte, sodass er, auch als er wieder aufgetaucht war, schnell vorankam. Durch die Dunkelheit konnte er jedoch sein Ziel nicht sehen und war sich unsicher, ob er trotz der Strömung, die ihn gen Westen schob, sein Ziel erreichen würde. Als er so paddelte, hörte er ein fröhliches Fiepsen und bemerkte schnell, dass es von einem Delfin stammte, der sich zu ihm gesellte, um ihm Gesellschaft zu leisten. Hallo, mein verspielter Freund, sprach Pan und streichelte das Tier über den Kopf, ehe er fortfuhr. Ich muss nach Minas, doch im Dunkeln kann ich den Weg nicht sehen. Würdest du mich hingeleiten? Der Delfin nickte fröhlich und lachte dabei auf seine Art, ehe er auf einmal zu Panfaulus Verwunderung abtauchte. Verwirrt schaute sich der Faun um, als auf einmal der Delfin zwischen seinen Beinen auftauchte und ihn anhob, sodass er auf seinen Rücken, hinter seiner Rückenflosse, wie ein Reittier saß. Ha, du willst mich sogar tragen. Das ist aber wirklich äußerst großzügig, sprach Panfaulus dankbar und umklammerte die Rückenflosse, um den Halt auf der rutschigen Haut des Tieres nicht zu verlieren. Als der Delfin gen Süden losschwamm, wobei er eher sagen müsste, lossprang, da er ständig aus dem Wasser auf- und absprang, dass er insgesamt eine springende Wellenbewegung machte, bedankte sich Panfaulus mit den Worten: Danke, ich werde nie wieder Meerestiere essen, mein feuchter Freund. So erreichte der Sohn der Gaira schnell die Insel, an dessen Küste ihn der Delfin absetzte. Panfaulus stieg von dem Tier, streichelte es zum Dank über den Kopf und sprach dabei etwas traurig: Ich würde dir so gern ein Zeichen meines Danks geben, doch ich habe nichts, was du wollen würdest. Ich kann dir nur versprechen, dass ich mich revanchieren werde, wenn ich irgendwie kann. Der Delfin nickte zufrieden und kehrte mit einem fröhlichen Lachen dem Faun den Rücken und schwamm wieder in das Meer. Der Göttersohn winkte dem fröhlichen Tier noch eine Weile nach, ehe er sich zu der eigentlichen Insel umdrehte. Zu seiner Rechten befand sich in einiger Entfernung ein Hafen, an dessen Stegen Öllampen hingen und im wehenden, lauen Wind wogen. Da Panfaulus noch nie auf dieser Insel war und sich daher auch nicht auskannte, beschloss er, sich erst einmal zum Hafen zu begeben. Während er dorthin schlenderte, dachte er darüber nach, wie er eigentlich den Menschen seine Aufgabe verständlich machen sollte. Immerhin war er ein Faun und damit beim Menschen nicht besonders beliebt. Der Ruf des Trunken- und Raufboldes der Faune eilte ihn voraus, auch wenn er nicht auf den weisen Panfaulus zutraf. Zugegeben, er hatte eine Schwäche für das holde weibliche, menschliche Geschlecht, da er wusste sich in den meisten Fällen zusammenzureißen. So erreichte er schnell den großen Hafen, der keine architektonische Meisterleistung darstellte. Vielmehr waren es lauter Stege, die zusammengezimmert worden waren und wie Straßen auf dem Wasser wirkten. Offenbar war Minas eine beliebte Handelszone, da viele Schiffe und Boote angelegt waren, vor denen ihre Besitzer standen und lauthals ihre Waren anpriesen. So ähnelt das Sammelsurium der Stege eher einem schwimmenden Marktplatz als einem Hafen, vor allem weil keine Kriegsschiffe zu sehen waren. Als Panfaulus den schwimmenden Marktplatz betrat, erntete er, wie erwartet, überraschte Blicke. Wo er auch lang ging, verstummte das Marktgeschrei der Händler, jedoch hielt es nicht lange an.
Nachdem diese ihre erste Überraschung überwunden hatten, rief sie den Frauen direkt zu und prahlten mit ihren Waren. Offenbar war ihnen ihre Kundschaft egal, solange sie nur genügend Geld hinlegen konnten. Die umstehenden Wachen hingegen bedachten den Frauen mit kritischen, finsteren Blicken, die der, dadurch eingeschüchterte, Frau mit einem zaghaften, unsicheren Lächeln beantwortete. Auch grüßte er die Wachen mit »Einen guten Abend, die Herren«, wofür er jedoch meist nur ein kurzes Nicken erntete. Er spürte die Ablehnung der Wachen deutlich und ärgerte sich über deren Intoleranz. Doch bescheiden wie Pamphaulus war, dachte er bei sich, »Naja, wenigstens scheint es kein Gesetz dagegen zu geben, dass man nicht menschlicher Natur ist.« Doch wie sollte es jetzt weitergehen? Das Gewirr der Stege mit ihrem bunten Treiben und den vielen Gerüchen und anderen Einflüssen betäubte die Sinne des Fauns, was er auch deutlich als Unwohlsein spürte. Ihm wurde schwindlig vor Augen, sodass er bald schon torkelte und nach Halt suchte. Er griff nach einem Tresen und übergab sich über diesen lautstark, was dem Händler, der die Szenerie beobachtete, nicht gefiel. Er wartete mit verschränkten Armen, bis der Faun fertig war und sprach dann zu den erschöpft reinblinkenden Wesen. »Ich hoffe, ihr habt genug Geld, um das zu bezahlen.« »Oh, was?« tönte es matt von Pamphaulus, der nicht gemerkt hatte, dass er sich in einen großen Topf übergeben hatte. »Ihr habt euch in meinen Krakensud-Eintopf übergeben. Davon lebe ich.« meckerte der Händler verärgert. »Ihr lebt davon, dass sich jemand in euren Eintopf übergibt?« fragte der Faun verwirrt durch die unüberlegte Antwort des Händlers, welcher zornig rief, »Ihr ersetzt mir den Schaden. Das war der gesamte Fang meiner Woche. Ihr schuldet mir 20 Silberlinge.« Ich habe kein Geld«, stotterte Pamphaulus verängstigt. Der Händler winkte zwei Wachen zu sich, indem er rief, »Kommt mal hierher! Hier will jemand nicht bezahlen!« Pamphaulus drehte sich um und sah gleich, dass zwei schwer gerüstete Soldaten vor ihm standen und an den Schultern packten, wobei der eine fragte, »Was ist hier los?« »Der Faun da hat sich irgendwo besoffen und mir seinen gesamten Mageninhalt als neue Komponente meines Eintopfes gegen meinen Willen gespendet. Das kann ich nun niemandem mehr verkaufen. Es war der Fang einer gesamten Woche. Und der Kerl will nicht bezahlen«, antwortete der Händler schnell. Bestürzt über die schnellen Ereignisse, drehte sich Pamphaulus zum Händler um, doch die Soldaten zuckten an seinen Schultern und der eine fragte, »Ist das wahr?« »Naja, mir war übel und da habe ich aus Versehen...« begann Pamphaulus und die Wache unterbrach ihn mit den Worten, »Könnt ihr den Händler den Schaden bezahlen?« Pamphaulus wich dem strengen Blick aus und schaute beschämt zu Boden, als er kleinlaut gestand, »Nein, ich bin arm und habe kein Geld.« »Dann kommt ihr mal schön mit«, sprach der Soldat und wollte ihm die Arme fesseln. Pamphaulus wandte sich um und rief laut, »Was soll das? Ich hab doch nichts getan!« Ein Schlag von der einen Wache mit dem Griff ihres Schwertes traf ihn im Unterleib und zwang ihn so in die Knie, sodass die Wachen ihm nun problemlos die Hände auf den Rücken binden konnten. Sie zogen ihn mit den Worten, »Komm, auf mit dir!« hoch und schleifte ihn Richtung Inselinneres, wobei der Händler sie begleitete, woraufhin Pamphaulus geschwächt rief, »Oh, wohin bringt ihr mich? Lass mich los!« »Ruhe, oder es setzt was! Ihr Faune besauft euch immer und macht denn nur Ärger! Wir bringen euch zum Herrscher Salmonellon. Er wird über euren Fall entscheiden«, sprach der Soldat, verärgert und zog heftig am Pamphaulus Arm. Dieser gehorchte und schwieg, wobei er bei sich dachte, »Ich wollte ja zu Salmonellon, aber eigentlich nicht auf diesem Weg.«